Die war jetzt wirklich mal ein bisschen besser als die anderen. Weiß ja nicht, sollen wir noch einen machen oder sollen wir mal wieder normal weitergehen? Ich glaube, wir gehen mal normal weiter. Ah, nee, warte mal, das waren Waffen. Schicken wir noch mal unsere Rekruten auf Mission, damit wir vielleicht sogar noch bevor das Let's Play endet alles gemacht haben hier. Stefan und warte mal, wer war das? 4, 4, 4, Rang 1. Ja. Mission starten. Dann kriegt die ordentlich schön. Dann kriegt die Olle ordentliche. Dieser Verbindungsfehler. Das ist so nervig. So, die beiden können auch was machen. Und ich glaube, die letzten beiden sind sowieso schon. Noch eine Teeparty. Sind sowieso schon. Gut, dann lassen wir das. Dann schicken wir die beiden nicht los. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, hier können wir da hin. Geht das? Gehen wir kurz mal dorthin zu dem Punkt, um mal abzuchecken, ob da noch überhaupt was ist. Aber ich glaube, wir hatten das Grenzland komplett abgeschlossen. Soweit ich mich noch erinnern kann. Oh, guck mal, wie unser Schwert mit diesen Zacken. Das ist schon cool. Ich weiß nicht warum, aber ich muss gerade bei diesen Zacken daran an die Fischmenschen aus One Piece denken. Frag mich nicht warum, aber ich weiß nicht. An Arlong, wie heißt denn der? Arlong, Arlong, Arlang, Arang, Arlong, wie hieß er? Der ganz am Anfang noch. Along, ich glaube schon, der hatte da so eine Nase, die aus den Zacken bestanden hat. Ich weiß nicht mehr genau. Jetzt lad doch mal schneller. Mit langsam Zeit hier, komm. Zack, zack, zack. Wird? Habe ich gar nicht gerufen. Habe ich nicht gerufen. Soweit nun auch wieder nicht raus. Warte mal. Fort befreit. Ne, hier ist echt nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Dann können wir ja nach New York gehen. Und in irgendeiner Stadt wollte auch jemand oder hat mich gefragt, ob ich nicht auch mal dieses Schläger von Boston. Boston war das. Ja, wo so eine Schlagmission war, so eine Boxerei wieder. Ob ich das nicht mal machen könnte. Ja, können wir machen, kein Problem. Aber erstmal gehen wir nach New York für die eine Siedlungsmission. Und dann nach Boston für die andere. Na komm. Okay. Cool, dass uns die Mission schon direkt angezeigt wird. Warte mal, hier war der Schläger. Schläger von Boston in New York. Okay, ach so, ach so, ach so. Ja, machen wir danach. Kein Problem. Warte mal. Was ist das? Grenzland. Ach so. Kein Problem. Machen wir dann danach. Warte mal. Ja, Verbindungsfehler. Ich bin abgemeldet. Aber da kommt ständig Verbindungsfehler. Ich weiß ja gar nicht warum. Hallo Leute. Ich würde gerne mal was testen. Ah, danke schön. Cool. Ihr habt mir echt wirklich sehr geholfen. Danke. Das war zu Forschungszwecken. Normalerweise müsste ich ja richtig Stress anzetteln hier. Ungefähr so. Stop, snap,
Damit ich wirklich im offenen Kampf mal die. Bams! Ja. Es geht alles so einfach. Ich töte dich schon. Nein, reicht nicht. So, bestechen. So, nachdem wir die Aquila aufgelevelt haben, oder aufgerüstet haben, haben wir schon wieder echt Geldmangel. Wenn man das so mal betrachtet. Naja. Aber ich denke, wir machen auf jeden Fall noch alle maritimen Missionen, machen wir auch. So zwischendurch immer wieder mal. Oder halt am Ende dann alle hintereinander oder so. Mal sehen. Als ich angefangen habe, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war ich erst bei 73%. Ich habe keine Ahnung, was man noch damit machen soll. Ich glaube aber, sehr, sehr viele Prozent fehlen noch wegen den Hauptmissionen. Die nehmen anscheinend, also dass du die auf 100% bringst, nehmen anscheinend auch trotzdem noch einen sehr großen Teil ein. Und ja, aber das werde ich ja nicht machen, habe ich ja gesagt. Das wäre viel zu stressig. Außerdem, ja, passt es jetzt ganz gut. Jetzt ist noch nie so viel los in Sachen neues Spiel und so weiter. Aber nächstes Jahr geht es halt dann richtig ab. Oder bis dahin wird das wahrscheinlich abgeschlossen sein. Abgesehen von den DLCs, die dann noch kommen. Die mache ich ja sowieso, das wisst ihr aber schon. Und jetzt schauen wir erstmal. Oh nein, nicht du. Was soll das denn? Ach so. Was stand da? Ach, hier. Hier unten ist sowas. Ach, der Hund bellt hier im Spiel. Ich hab schon mich umgeguckt. Wer bellt denn da draußen wieder? Genauso wie mit dem Gewitter, ey. Ohne Scheiße, es ist so realistisch. Sounds, ich weiß nicht. Ich meine, es ist nicht schwer eigentlich, so Sounds einzubauen in das Spiel, aber andere kriegen das nicht hin. Ja, und jetzt? Was ist jetzt los? Was hat sich da jetzt ergeben, Connor? Irgendwie nix. Kann das sein? Irgendwie nix, ne? Gut, dann, Raum. Okay. Alles klar. Ja, ich habe aber schon den Eindruck, dass es schneller ist. Mann, ey, warum bist du weggegangen? Ich wollte dich als Schutzschild nehmen. Komm mal, Assassine! Wir kämpfen alle zusammen! Wie viele sind da und ballern auf mich? Boah, ich muss unbedingt mitkämpfen. Ich habe ja noch Leute, die erst Level 4 sind oder so. Meine ganzen Assassinenbrüder und Schwestern. Seite an Seite kämpfen wir. So, jetzt erstmal Inkognito machen. Und dann für den, Kommentarschreiber gehen wir jetzt natürlich für ihn zu Bossenschläger. Dieses Verbindungsfehler nervt überhaupt nicht.
Das ist PSN. Das ist PSN. Bei Xbox Live, wenn's abkackt, dann fliegst du einmal raus und das war's. Nein, nein, nein. Oh, was war das denn? Stimmt. Das war einfach nur das Geräusch, dass sie zurückgekehrt sind. Außer die anderen. Die sind noch unterwegs. Aber es ist schon okay. Truppen müssen her. Mittlerweile beide Level 5. Auch nicht schlecht. Okay, gut. Mal sehen, ob ich das dann überhaupt schaffe. Schläger von Bossen, weil es ist sehr geil, aber... Mal sehen. Der Seemann. Noch ein Herausforderer, endlich. Okay. Hast mich. Also, das war jetzt nicht die Mission, wo der eine gescheitert ist, oder? Also in dem Kommentar stand, dass er alles blocken würde und jeden Konter und so weiter. Eigentlich ist das ganz einfach, du musst einfach, wenn er zuschlägt und es rot wird, musst du einfach Kreistaste drücken zum Blocken. Dann erst X, damit du ihn aus dem Gleichgewicht bringst oder wie der Angriff heißt und dann zuschlagen ist. Was machst du, Connor? Weißt du, in dem right moment, Alter, kletterst du auf den... Du bist so ein Klettermonkey, ey. Egal, den kriegen wir nicht mehr. Also ist eigentlich ganz einfach. Wenn die mal ein bisschen mehr auskönnen und du blockst und dann schlägst du direkt zu und die lassen sich nicht schlagen, musst du vorher X drücken. Und dann erst schlagen. Weißt du was, Junge? Ich baller dich ab. Ja, was hältst du denn davon, wenn ich dich abschieße? Was hältst du davon, dass ich gar keine Munition mehr habe? Was hältst du davon? Bleibst du gefälligst hier? Bleibst du hier? $50, ey. Dafür den ganzen Stress jetzt hier. Wir sind auf jeden Fall schneller, auf jeden Fall, oder? Ja, immerhin plus 2, das ist schon einiges, finde ich. Okay, der blockt alles, der Bastard. Geh doch weg, der hier kniet, weißt du? Da kommst du dazwischen. Das ist ein Kollateralschaden, mein Gott. Ich kann nicht mal Deutsch sprechen. Das ist aber kein... Das ist ein Fremdwort, weißt du? Collateral Damage. Junge, du kleiner Piss. Fucking Joe, ey. Dich mach ich platt. Bart voll in den Hals, ey. Wow, was ein Move! Der Move hatten wir ja noch nie. Cool, dass ich den noch rausgefunden habe irgendwie. Wie habe ich den gemacht? Jetzt block doch mal, du Fischgericht. Wieso? Ich habe keine Ahnung, wie ich den gemacht habe, den Move. Ich habe keine Ahnung. Aber der sah richtig geil aus mal wieder. Was? Lauf doch nicht weg, Junge. Geld stinkt doch nicht. So. Ja, genau. So, haben wir denn jetzt hier alles erledigt? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nach Boston. Boston, Junge.